Sicher, dass es nicht der Nebel ist? Ja. Das ist nämlich schon. Ah, gut, das ist der normale, die normale Entfernung. Ja, ja, der normale Dunst und alles. Erst in die Blumen gießen. Ach ja, stimmt. Fässer! Steuerbord! Was war? Ach, da! Ich gehe! Ich rette euch! Wo ist Peggy? Unter der Munitionskiste, bei der Munitionskiste. Ah, da. Ja, genau, Spiel. Wirf mir mal so 28 Kugeln entgegen. Was habe ich da gerade für einen Kanonenschuss gehört? Ich war's nicht. Ich weiß. Die Schaluppe ist, glaube ich, jetzt näher zum Pier hingesegelt. Und die steht noch nicht unter Angriff. Also scheint das dort in Ordnung zu sein. Ich habe übrigens zweimal bleib doch mal stehen Kugeln gefunden. Oh, das ist nett. Halt, stopp, Kugeln sind immer unsere besten. Was schreit Peggy denn so? Wahrscheinlich, weil das Wasser auf Peggy drauf plätschert. Okay, Eisen fährt das Schiff, da würde ich auch schreien. Nordwestseite. Luft, kannst du das Segel hinten auf halb setzen? Always look on the bright side of life. Lala. 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 Always look on the light side of life. Lala. 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 Ach, unser wunderschöner Kugelvorrat. Also bis da, das heißt, wir können gleich wunderschön unsere drei Legendtruhen loswerden. Ja, ich betanke gerade nochmal unsere Pflanzen. Luft komplett einziehen. Dann halten wir einfach mit dem Ankerband hier gleich mal, weil das Schiff sich nicht weiter driften möchte. Okay, ich mache einen Anker bereit. Und dann wird er direkt gelichtet, Luft. Du springst nicht vom Bord, ehe der Anker nicht wieder oben ist. Leg die Kiste hin! Besonders ist es für jeden eine. Nein, was machst du? Was? Was sollst du machen? Erstmal lass den Anker los, Luft. Ah. Genau. Wir wollen erstmal anhalten beim Pier, bevor das Schiff dann weiter driftet. Okay. So, ich würde sagen, das reicht, oder? Ich will dich schön mit der Leiter dran kleben, damit wir gleich den ganzen Kram einfach rüberladen können. Rüberladen? Ja, kannst du machen. Und direkt wieder hoch. Besonders Luft hat jetzt so getan, als ob das unsere einzige Truhe gewesen wäre. Hey! Okay. Meine Truhe ist ja sicher, ihr dürft sie ja abgeben. Also gibst du erst das hier ab. Du gibst es erst die Legendentruhe ab, Luft. Macht dich nicht lächerlich hier. Du weißt, eine Truhe des Skelettkapitäns fast nichts wert, sprich mit der Legendentruhe. Ja, aber immerhin ist sie mehr wert als, keine Ahnung, was anderes Billiges. Was ist billig? Wir haben nichts Billiges am Schiff. Stimmt. Naja. Hey, Lester-Schwester. 6037. Die haben definitiv gebufft, wie viel Geld die geben. Hier, bitte. 5.967. Dabei bist du kein Research-Leistung dabei bekommen. Jetzt kommt das. Nein. Also bei mir ist jetzt gerade gekommen. Aber bei mir auch. We shall sail to. Hey, ich bin legendärer Schatz. Und 5.800. Herr Luf. Was? Dein hat am wenigsten gegeben. Ja und? So, hey, eine Vater bin ich Legendenrang 7. Nice. Hier bitte, halt das mal. Ich gieße noch unsere Pflanzen durch. Ja, machst du das. Bevor sie sich davon nachlässig fühlen, sie elendigen. Ihr beachtet uns nicht, tot. Ich werfe den ganzen Kapitän einfach auf den Pier. Ah, geht nicht so gut, aber ich mache das trotzdem. Dann
spannen sich zwei von uns nämlich, dass aufs Boot zurückklettern. Das ist jetzt auch nicht läppisch. Von der Kapitänsrüstung ist es wirklich läppisch. Klatsch, nasse Stoffe, die woanders hin müssen. Das ist toll. Das, die ist natürlich ihre. Nein, ich will nicht graben. Hallo. Ja. Oh, die Ultratruhe. Die Ultratruhe. Wir müssen jetzt aufpassen. Das wird uns jetzt einen Geldboost geben. Ohne Gleichen. Oh, 75! Wir sind reich! Ja, GG. Dafür kann ich mir einen ganzen Snickers kaufen. Nein, ein Viertel. Ohne Verpackung. Eine Viertel Verpackung ohne Snickers wäre schlimmer. Ja, aber was weißt du, wo dieser Snickers schon... Hier sind ein paar Nackenhaare. Von Queen Elizabeth. Da, die Nachname von Queen Elizabeth. Da. Oh. Wenn du mich verspottest, du kannst du gleich die ganze Sache auf den Pier werfen. Weißt du, was für lustig wäre? Was denn? Eine Hexenverbrennung. Ja. Das schafft immer Stimmung in der Bude. Oh. Oh. Mal gießen. Hä? Also, wieso löst sich das nochmal auf? Das erste war, einer hat das verlassen, das zweite war, das hat sich aufgelöst. Ups. Das Schiff driftet dann nicht weg vom Pier. Wir können einfach lieber so machen. Das Werfen auf dem Pier dauert zu lange. Besonders, weil du nicht einfach vom Schiff drauf werfen kannst. Weil wir nicht mit dem Bugsprit über dem Ding sitzen. Na gut, das würde auch so gehen, aber dafür ist das Schiff zu weit weg. Auch wahr. Aber ansonsten hätten wir natürlich immer noch die Gefahr, dass sich das Teil einfach kurz mal wegbackt. So in den Pier rein. Ich habe da so ein goldenes Händchen für. Nix geht über die... Über den Schießbuer fast mit einem Mast. Piggy! Schweig, Schwein! Oh, wir wären so reich. Das wäre jetzt echt deprimierend geworden. Wenn Piggy beim Abgeben verhungert wäre und wir innerhalb von einer Aufnahme von Piggy den 8. auf Piggy den 10. hochkämen. Das wäre wirklich deprimierend geworden. Ja, wäre es. Ah, ich bin bei über 700.000 wieder. Gratulation. Ich bin bei fast 710.000. Ich habe meine 1,5 wieder. Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Und keine andere. Ja, halt das mal. Das ist die Frage, die sich jeder stellt, aber keiner sich beantwortet. So, jetzt kommt die zweite Ultratruhe. Jo, habt den letzten Garstigen. Luft, was ist mit der opulenten Kuriosität? Hast du sie schon abgeholt? Ja, hab es gerade in der Hand. Ah, gut. Ich hab dir extra nicht abgegeben vorhin, weil ich dachte, das müsste so unbedingt machen. Als ob Luft sowas vergessen würde. So, Trommelwirbel. Oh! Das war ein Plünderer, oder? Nein, das war eine Seefahrer. Schiffbrüchigen. Nee, sicher. Schiffbrüchigen habe ich ja vorher schon abgegeben. Genau, Schiffbrüchigen war unsere erste Megatruhe. Wow! Nette Kuriosität. Okay. Denke es auch. Ich habe doch keinen Müll abgegeben. Alter! So. Sehr schön. Wir können beim Seeposten Northstar auf dem Weg zu Crooksolo vorbeischauen. Da können wir die komischen Pflanzen loswerden, die wir gefunden haben. Und
diese befinden sich noch in einem exzellenten Zustand. Perfekt. Und dafür müssen wir in Richtung Osten. Wieso haben wir so viele Pflanzen? Weil was können? Weil die Leute hier allmählich auf vegane Ernährung kommen. Das macht mich traurig. Genau. Crux Hollow und dann geht's zur Cabrio Penisinsel. Ura! Wir können Gas geben. Wir liegen nicht mehr auf Sand. Ist das sicher? Ziemlich. So, was habe ich hier? Verkaufe eine gestohlene Truhe der Legende an den rätselhaften Fremden. Okay. Die gesündeste Vorgehensweise dafür wäre einfach, sich mit einem Bündnis zusammenzusetzen und dann kurz mal Truhentausch zu betreiben. Echt jetzt, Spiel? Was jetzt? Liefere als Piratenlegende 10 Tiere pünktlich. Nur wenn du die Belobung dafür haben möchtest. Ja, aber wer macht sowas denn noch? Leute, die gerne Titel haben. Und für die Titel kriegt man halt Dinge freigeschaltet. Ja, die Titel, die sind ja schon ganz nett, aber wer plagt sich denn jetzt noch bei Handelsmissionen mit Tieren? Also Tiere sind der bessere Weg im Handel aufzuleveln als die Vorratskisten, die wir immer schleppen. Aber in den Legendenaufträgen sind Tiere halt immer Krebs. Weil man nur die Käfige verlieren muss und dann ist die ganze Quest im Eimer. Genau, deswegen. Du verstehst, was ich meine? Ja, aber man muss sich ja noch für explizit mit Tieren befassen. Oh ja. Oder mit Leuten mitsegeln, die sich explizit mit Tieren befassen. So, aber ich lege mich unten nochmal hin und gehe nochmal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Jo, bis gleich. Mann, wir sind viel zu weit südlich schon. Das ist noch nicht der Plan. Geht die Aufnahme eigentlich schon? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was wir angefangen haben. Oh. Weil das wüsste gern, wie lange es wir noch einrechnen müssen, um diese Sequenz jetzt zu machen. Abhängig von der Masse an Pulverpaul. Wir haben, also viel Pulverpaul heißt, Skelette ganz schnell tot. Sind es wieder nur zwei Inseln? Es sind wieder nur zwei Inseln, die gleichen wie gerade eben. Nett. Mhm. Enza, lass das. Wir haben direkten Seitenwind. Wenn du willst, dass es schneller geht, dann hilf mit den Segeln. Insel auf damit. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen direkt geradeaus und da ist der Sturm. Die ganz miserable Nachricht ist, wir müssen mitten durch den Sturm durch. Wir können auch diese Kiste, diese eine Pflanzenkiste erstmal ignorieren, damit wir unsere Pulverfässer nicht verlieren. Und direkt nach, wenn wir kommen hier definitiv nochmal vorbei. Okay. Dann drehen wir ab und gehen direkt rüber zu Cabrio Penisinsel. Jo. Dann könntest du kurz mal an die Karte gehen und den Kurs geben. Oh, ja. Oder Bescheid geben, sobald wir auf Kurs sind. Wieso bist du eigentlich schon wieder müde, Luf? Es ist Sonntag und es ist früh. Es ist 18 Uhr. Und ja, es ist schon Sonntag. Ja, und ich bin seit 7 Uhr. Wohin wollen wir? Cabrio Penisinsel, Crux Hollow. Ja, da musst du falsch. Ach so, da muss ich falsch, okay. Ich bin zurück. Ja. Wir haben beschlossen, den Seeposten Northstar erstmal zu ignorieren und den Rückweg mitzunehmen. Weil Zeus da ist. Bin auf Kurs. Ja, ich zieh gerade. Was jetzt noch? Zeus ist beim Seeposten Northstar, wir wollen unsere Pulverfässer nicht verlieren und deswegen geben wir diese eine Pflanzenkiste nachher auf dem Rückweg ab. Ah, okay. Ja, das ist akzeptabel. Und Luffy ist wieder müde. Natürlich ist er müde. Sorry.
Also, du weißt doch, es gibt keine Aufnahme, wo du nicht müde und hungrig bist. Doch. Welche? Es gab eine Szene. Liebe Gemeinde, Challenge für euch. Ihr sucht drüber jetzt alle LPTs, die wir bisher gemacht haben. Und vielleicht eine Aufnahme, nicht eine einzige Folge, eine Aufnahme, in der Luf nicht hungrig gewesen ist. Oder müde. Müde. Oder beides. Ich glaube, das ist einfacher, wenn die Leute einfach nach der Folge suchen, weil nach der Aufnahme zu suchen, das wäre sportlich. Mein Tipp wäre, dass vielleicht irgendeine Left 4 Dead Aufnahme sein könnte, aber darauf können wir nicht setzen. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal eine Left 4 Dead Aufnahme gegähnt. Ah, Zombies schlachten. Langweilig. Amateure. Apropos Left 4 Dead, das könnten wir auch mal wieder zocken. Ja, das Problem ist, wir haben es durchgespielt. Ihr habt mich geopfert! Zu Recht. Ah, guck mal, da hinten ist der Pöbel unterwegs. Richtung Südwest, Südsüdwest. Also hinter uns? Nein, in Südsüdwest. Das ist neben uns, auf der Steuerbordseite. Ach, da! Ja, das ist quasi jetzt hinter uns. Okay, ich muss weiter nach Süden abdrehen. Aber also. Ja. Left 4 Dead ist echt so ein Spiel, das kann man auch öfters durchspielen. Das ja. ist nicht unwahr. Besonders gibt es immer wieder neue Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Beispielsweise Jetpack Tank. Beispielsweise ist überleben. Fässer, Backboard. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Kraken in 3 Sekunden. Sei still. Luf, ich verfolge eine ganz offizielle Strategie. Ich verfolge die Strategie, dass ich so oft falsche Prophezeiungen mache, bis es nicht mehr funktioniert. Aber Igor, machst du eine Prophezeiung? Was passiert jetzt wirklich? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Zieh doch einfach die Segel, sodass wir noch eine ultimative Geschwindigkeit kriegen. Total verschickt. Die Segel bei mir zeigen gerade weiter nach hinten. Was? Rückwärts fahren! Rückwärts fahren! Oh, jetzt haben wir ultimativen Speed, alles klar. Gib mir mehr Speed, Chef. Ach nee, warte mal, du brauchst Blaubarspiegel. Ich will erst noch gucken, was sie. Nee, das ist Blaubarspiegel. So, Pulverpower dann auch abgedankt. Ach, räumst du die Insel mal leer? Ja, ich guck mal gerade noch nach. Guck mal gerade noch nach Bananen. Weil ich habe alles außer Bananen in den Fässern gefunden. Ha. Und wir sind ja noch ein bisschen unterwegs. Schiff, was tust du da? Wer hat dir erlaubt, nach Osten abzudriften? Du. So, wir haben gleich unlimited Speed. Luf, du möchtest vielleicht das vordere Segel einziehen. Bevor wir uns in Peinlichkeit treffen. Ja, möchtest du, ganz dringend. Vier Bananen konnte ich abstauben. Ein bisschen was. Hinten auf halb. Ich bin zurück! Willkommen zurück! So, wo stehen die Sachen auf der Insel denn? Ach, wieder über die ganze Insel verteilt. Natürlich. So, wo waren wir jetzt? Ach, wir sind auf diese Seite gelandet. Cook's Hollow. Cook's Hollow, okay. Ich würde sagen, wir parken wieder auf der Westseite. Weil wir da nicht beschossen werden von den Affen. Ja, einmal das und wir können ja dann jetzt erstmal die Pflanzen abgeben, dass sie uns genau Probleme bauen. Der Händler ist hinten beim Pier. Also ja, das heißt, wir sind nicht zu weit weg davon. Hinten einziehen, Luf. Jo. Ich werde schon mal die erste nehmen und dem Händler einen wunderschönen guten Tag wünschen. Mach das. Oh. Ich habe Black and White gefunden. Yin und Yang. Ja. Oh, hey, wir haben ein Rätsel auf der Insel. Oh no!
Nein! Paul? Natürlich, Paul. Aber warte, ich habe genau die richtige Therapie für Paul. Möchtest du das Rätsel machen, Genuf, oder? Ja, ich will das Rätsel machen. Okay. Ich sagte, ich habe die richtige Therapie. Du hast die Karte so sehnsüchtig angestarrt, da dachte ich mir, alles klar, ich will das Rätsel machen. Ach so, die Affen rennen hier übrigens wieder am Pier rum, ne? Ja, wie immer. Ich werf die Pflanze einfach ganz kurz neben das Schiff ins Wasser. Diejenigen, die nach Sets streben sollen, an der großen Steinschlund in der Bucht eines an Steinschlund, meinen die damit? Höhleneingang. Ja. Statt dieser ganze Hinsicht, das Rätsel nicht möchte. Hi, Reisen. Hi, Bermo. Ciao, Bermo. Die klatschnasse edle Stoffe, der wird sich bestimmt freuen, der Wild Henry. Natürlich freut er sich. Eisen, wie kannst du es behaupten, dass er sich nicht darüber freuen würde? Ich habe sie an den Strand gelegt, die können sowieso nicht nasser werden. Lu, pass auf, hinter dir. Kommt Skelette angerannt. Ist ein Boombuddy dabei? Nee. Okay. Ist ein Solo-People. Oh, Pflanzenskelette. Hallo. Aua. Den Glock habe ich dann neben die Stoffe gelegt. Und dann halte ich jetzt mal ein bisschen. Okay, hier geht es lang. Ich glaube, ich habe die Leute gefunden. Die sind, glaube ich, in den Höhlen. Das ist gut. Wenn die in den Höhlen sind, können sie vom Schiff aus wunderbar erreichen nachher. Das ist sehr schön, dass man mir zuhört. Was ist denn gewesen? Das ist ja nicht das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, da habe ich über Explosionen gehört und darauf geachtet, wie Luft das Rätsel bekam. Wieso steht der Kapitän da am Strand? Bermo, zurück! Da! Nicht auf mich schießen! Freund Nase! Ganz okay. Weiter! Oh Gott! Gut, nein, halt, nein! Leih ich mir mal ganz kurz. Wasser! Da ist doch schon mal der Nächste. Luft, ist das dein Ernst? Ja. Du nimmst auch keine Rücksicht auf Verluste, ne? Was hat sie jetzt schon wieder getan? Ja, sie hat mir jetzt mal mit den zwei Pulverpaulen die Hälfte meines Lebens abgezogen. Keine Gnade, meine Kinder. Ich hab mir gerade erinnert, dass ich mich den Lärm vor der zucken lassen hab. Liebes Entwicklerteam, ich wäre echt für Hexenverbrennung. Hey Leute! Guten Tag, das leih ich mir mal kurz. Stört dich nicht dran. Oh nein, nicht schlagen, wenn ich mir die Pulverfass angucke. Ihr miesen Assis. Aber Eisen, ich verstehe gar nicht warum. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Es rächt sich neben dem Schiff. Also, was macht Piggy eigentlich? Piggy fühlt sich wohl. 3, 2, 1, verhungert. Hier. So. Als Rätsel, das ist das hier. Pflanze weg! Puss! Das. Oh. Was ist mit diesem Kapitän los? Wieso verfolgt er mich? Leute? Ja? Gehört ja. Mit den Double Dealing Dimsay zu unseren? Ja. Weil er verfolgt mich. Ja, dann schlag ihn. Ermorde ihn. Versuch's. Tu mit ihm, was du mit uns immer wieder machst. Opfere ihn. Opfer ihn dem großen Gott Kloschüssel. Ich hätte eigentlich den heiligen Nox vorgeschlagen, aber die Kloschüssel gilt auch. Nein, keine Banane für das, keine... Oh, ich werde was sehen. Okay. Wir ermorden ihn einfach. Oliver Paul? Nein. Das war ein Fehler. Es geht aber wieder. Hast du da Leute angepöbelt, Luf? Ja. Also wir haben übrigens ein ganzes Rad voll gefüllt mit Flaschenpost. Ich habe einen Boom-Mann hinter mir und ich habe einfach keine Kugel mehr. Pulver Paul? Nein.
Nein, das Lagerfeuer in der Höhle verbirgt einen kostbaren Fund. Kumpel, komm doch mal mit. Genau. Ja, genau. In der Höhle. Hallo, komm hier hin. Der Schädel liegt noch irgendwo, ich weiß aber nicht wo. Das ist doch sehr schön. So, die letzten Vorräte werden abgegeben. Jo, ich frage mal Pulverfässer. Dann gehe ich den Guten noch mal fragen, was er denn für Vorräte für uns hat. Ja, das sollten wir als letztes machen, denke ich. Ja gut, die können wir ja da stehen lassen. Das stimmt, aber Pflanzen, also es könnte, dass der Sturm irgendwie zu uns kommt, die Stoffe trocken nass macht. Nein! Nein! Oder dass die Pflanzen so, irgendwie wirklich wegtrocknen. Ach so, meinst du? Oder dass Luven Pulver Paul bei den Flaschen sprengt. Oh! Gut doch! Oh nein! Scheiß Schlange! Oh, ich habe keine Bananen mehr. Das ist schlecht. Wie geht das Rätsel voran, Luf? Ja, wenn es was sehen würde, würde es eventuell besser gehen. Es muss in der Höhle das Lagerfeuer finden. Die Höhlen sind alle miteinander verbunden, dürfte also kein Problem sein. Ja. Pulver Paul? Pulver Paul? Ach, du Scheiße, waren zwei! Ja. Den habe ich nicht gesehen, ich dachte nicht. Oh shit! Bin froh, dass ich dich nicht aus Versehen geopfert habe. Ja, das ist sehr zuvorkommend, Alter. Ich bin dir sehr dankbar für diese. Hey, Luf! Ich hol mir eben neue Muni. Ist ein bisschen zu gefährlich, ohne Muni hier rumzulaufen. Wieder ein Pulver, hat das kurz mal gefressen. Die haben sie mich gerade verfolgt gehabt. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das Pulver ist mir jetzt später aufgeploppt. Ich gehe da. Achso, du gehst schon konfiszieren. Okay. Ja. Hey, Piggy. Ach ja. Wenn die am Blocken sind, Luft, dann spring beim Schlagen und schlag von oben zu. Die können die Blocken nicht nach oben. Sind zu dumm dafür. Ja, okay, das war dumm. Warte kurz. Ey! Du sollst auch keine Munition verschwenden, wenn du da unten unterwegs bist. Ich hab nicht so geschossen. Ja, ich weiß. Ich habe auch. Also ich will jetzt nicht mal gucken, wir haben ganz normal Karten. Das Rätsel macht Luft. Hey, ich muss ja gar nicht das Schwein gießen. Und die Kopfgelder, die in der Höhle am rumexistieren sind. Du hast das Schwein gegossen. Ich geh mal gucken, ob ich. Oh nein, warte mal. Bevor ich jetzt gehe, Bananen. Da! Schiff bei Plunder Außenposten. Skatschiff irgendwo in einer anderen Richtung. Ist es Plunder oder Endschiff? Okay, Eisen, bleibst du dann hier? Ich gehe mal eben kurz gucken nach unseren. Ja, ich bewache weiter das Schiff. Oh, das gibt's ja nicht. Das ist ja gerade so meine Rolle. 8 Schritte nach Süden. Oh, hey, da ist ein Skelettschiff. Osten. Jo. Hat sich das wieder festgebackt? Wäre Lust. Das sieht wirklich so aus, als hätte es das getan. Dann müsste es ja, möglicherweise erlösen aus seinem Elend. Brick hinten, okay. Also ist ein Brick bei beim Außenposten. Und ich glaube, das ist das falsche Lagerfeuer in einem. Es ist nicht angezündet, das Lagerfeuer. Okay. Es ist in diesem Raum, wo die ganzen, wo diese komischen Holzrampen drin stehen, auf denen die ganzen Fässer sind. Da musst du mal vorbeigelaufen. Genau. Okay. Fast. Dann. Ach, das ist schon der letzte Hinweis. Das ist ja nett. Oh, hier liegt ein garstiger Schädel rum. Den hat Luke dann vorhin da wohl getötet. Ja, das war der eine. Aua! Ach, das Lagerfeuer. Ja. Pulver Paul. Ach. Hier geht's gut. Ja, ich kann das fast kurz mal beschlagnahmen.
Alles klar. Sag mal, Spiel. Danke. Rätsel, das ist entspannt in diesem Spiel. Die meisten regen sich über Rätsel ultimativ auf. Luf macht Rätsel. Ja, und ich hasse Kisten ausgeraten. Hi, Luf. Hi.